In Bad Gastein laufen die Aufräumarbeiten nach dem heftigen Föhnsturm. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht im Einsatz und auch seit den frühen Morgenstunden sind sie es wieder. Zahlreiche beschädigte und abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume und blockierte Straßen waren die Folge des Föhnsturms. Und auch eine Urlauberin wurde schwer verletzt. Andreas Heyer berichtet. Hier hat der Föhnsturm mit Windspitzen um die 130 Stundenkilometer eine Schneise in den Wald geschlagen. Eine belgische Urlauberin wird durch einen umfallenden Baum schwer verletzt. Sie und ihr Ehemann waren trotz Sperre mit dem Auto auf die Kötschachtaler Straße gefahren. Durch eine Sturmböe kippen unmittelbar vor dem Auto mehrere Bäume auf die Straße. Ein Baum trifft die Beifahrerseite. Die Frau wird durch den Aufprall schwer verletzt und im Wagen eingeklemmt. Die Rettung während des anhaltenden Orkans ist lebensgefährlich. Während wir eigentlich da beim Auto dann das ganze Zeug Vierer getragen haben, dass wir die verletzte Person aus dem Auto rausbringen, ja, sind laufend ein Baum umgefallen. Gott sei Dank, wir haben es rausgebracht, sind dann wieder eigentlich zurück, die 150 Meter über die Baum drüber und eigentlich ins Sichere. Die schwer verletzte Frau und ihr geschockter Mann werden in das Spital nach Schwarzach gebracht. Auch in der Gemeinde werden mehrere Dächer wie das der Feuerwehr abgedeckt. Auf diesem Handyvideo zeigt sich die unglaubliche Kraft des Sturms. Dann haben wir das eigentlich beobachtet. Und wie es dann finster geworden ist, hat es dann eben das große Dach runtergezogen. Und das war natürlich schon sehr gespenstisch, weil man nicht gewusst hat, wie geht es weiter. Nicht? Kommt noch ein bisschen mehr oder so war das halt dann. Ne? Das gesamte Ausmaß der Schäden konnte heute noch niemand überblicken. Wir können auch noch nicht sagen, wie es mit den Windwürfen generell ausschaut, weil das Wetter schlecht ist. Da steht eventuell morgen eine Hubschrauberbefliegung ins Haus, damit man dann einen Gesamtüberblick bekommt. Aber bis wir diesen haben, werden sicher noch einige Tage vergehen. Die Kötschachtaler Straße konnte nach mehrstündigen Aufräumarbeiten am Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden.